Hallo, mein Name ist Markus Günther von Togo Reisemobile aus Stove bei Hamburg und ich zeige Ihnen heute, welche Neuheiten Pössl für das Modelljahr 2020 mit sich bringt. Das Fahrzeug, mit dem wir uns in diesem Video befassen, ist der kleine Kollege hier hinter mir. Das hat zwei Neuigkeiten auf einen Schlag. In diesem Fall ist das ein Summit 540 Prime. Das erkennen Sie an dem Sunroof dort oben. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, was der Prime sonst noch so kann. Und dann werden wir uns auch mit dem Fahrzeug hier befassen. Das ist ein normaler Summit 540. Da ich leider wie immer auf den Händlertagungen allein unterwegs bin, muss ich die Perspektive ändern und dann werden wir mal gemeinsam um die Autos rumgehen. Gleich beim Blick von außen fällt beim Summit 540 Prime oder bei allen Summit Prime Modellen auf, dass wir hier oben das neue Skyroof bei Pössl haben, so nennen sie das. Größter Unterschied zu den Wettbewerbern, die Skyroofs gibt es ja inzwischen bei vielen Fahrzeugen, ist, dass das Pössl Skyroof zu öffnen ist. Und dadurch schlage ich eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich habe auf der einen Seite ein großartiges Raumgefühl. Hier ist jetzt noch das Fliegengitter davor, damit nichts reinfliegt. Und gleichzeitig staut sich keine Hitze, weil die Hitze dort direkt raus kann. Wenn ich das Sunroof oder Skyroof drin habe, kommt das automatisch mit dieser hochglänzenden Fläche dort um das normale MIDI-Heki drumherum mit indirekter Beleuchtung hier und den vier Lichtspots mit dabei. Wenn ich kein Licht drin haben möchte, kann ich das Skyroof auch komplett, wie man das von anderen Dachhauben kennt, verdunkeln. Und ich kann natürlich genauso auch das Fliegengitter rausnehmen, um noch mehr Licht zu haben. Was richtig schön geworden ist, ist, dass die gesamte Hutze im Prinzip eine Einheit ist. Das heißt, wir haben angefangen bei den offenen Ablagen, die übrigens auch beleuchtet sind, was man im Dunkeln viel schöner sehen kann, mit der Integration der ganzen Rollos und Sonnenschutzblenden bis hin zum Verdunklungsrollo vorne, orientiert an den klassischen Linern, kann ich das nämlich von unten zuziehen, um etwas mehr Privatsphäre zu haben, aber gleichzeitig trotzdem rausschauen zu können. In der Modellreihe Prime ist es so, dass das Fahrzeug von innen einen komplett neuen Möbelbau bekommt. Wir haben hochglänzend weiße Flächen, viel indirekte Beleuchtung und das Ganze mit dem dunklen Holz abgesetzt. Insgesamt glaube ich eine sehr edle Optik, die vielen Leuten gefallen wird. Wem dieses Dunkelweiße nicht so gefällt, der wird in dem normalen Summit 540 alles finden, was ihm gefällt. Die grundsätzliche Aufteilung bei beiden Summit 540, sowohl Prime als auch Normal, ist ähnlich. Wir haben hier im vorderen Bereich den Kühlschrank, der sehr geschickt auf beiden Seiten angeschlagen ist. Das heißt, ich kann ihn von innen und von außen beladen. Hier auf der anderen Seite die Sitzgruppe mit einem ganz neu entwickelten Tisch. Das Schöne hier ist, dass wir kein Tischbein mehr haben. Das heißt, man kann, ich muss mal schauen, ob ich das mit einer Hand hinbekomme, den Tisch, ja, das geht, glaube ich, auf einer Laufschiene hier nach unten versehen, dann ist er aus dem Weg. Und damit ich auch für zwischendurch kleines Tischchen habe, jetzt kann ich mit einer Hand ihn gerade nicht arretieren, aber normalerweise ist er dort fest an der Wand, habe ich hier einfach einen kleinen Tisch. Das heißt, der auf dem Fahrersitz gedreht sitzt, kann dort seine Sachen abstellen. Und hier am Küchenblock habe ich einen zweiten Tisch dran. So kann ich auch ohne großen Tisch einfach mit zwei Personen, jeder kann sein Glas Wein, sein Bierchen oder sein Glas Wasser wunderbar abstellen. Sehr schön beim Summit 540 ist auch die neue Nasszelle. Wir haben, wie aus den anderen Summits bekannt, ein Schwenkbad. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Toilettennutzung. Und wenn ich duschen will, nehme ich einfach die gesamte Wand mit dem Waschbecken, klappe sie rüber auf die andere Seite und habe eine Nasszelle mit separater Duscharmatur. Auch hier haben wir eine schöne 40x40 Dachhaube. Das heißt, richtig schön viel Licht. Und mit einem Handgriff habe ich das Ganze wieder zurückgeklappt. Hier das schöne moderne Waschbecken mit Beleuchtung und allem, was dazu gehört. Auch, ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann, hier hinten in der Ecke auch nochmal einen eingearbeiteten LED-Streifen.
der Küchenblock hat durch den Kühlschrank im vorderen Bereich hier eine schöne Arbeitsfläche. Dann ein Zweiflammkocher mit Waschbecken. Und darunter eine Besteckschublade mit schön ordentlichem und ordentlicher Unterteilung. Und dann im Prinzip viel Stauraum in verschiedenen Fächern. Und hinten dran haben wir zum einen in der Liner-Optik die Schränke, umlaufend mit Schrank hinten, indirekter Beleuchtung und auch dort hinten noch ein Schrank. Und unten drunter ein richtig schön großes Bett, was in der 45er-Klasse sich vor kaum einem Fahrzeug verstecken muss. Wir werfen jetzt nochmal von hinten einen Blick gemeinsam ins Bett. Und haben hier hinten einen sehr schön aufgeräumten Stauraum, in diesem Fall mit dem Verzursystem drin. Darüber ein Bett mit Lattenrost und normaler Matratze. Und auch von hinten, glaube ich, kann man erkennen, was das Skyroof für ein Raumgefühl macht. Bei den Stoffen bitte nicht irritieren lassen. Wir haben hier in den verschiedenen Fahrzeugen verschiedene Stoffe. In Kürze werden wir wissen, was nachher in der Serie genau eingeht. So, wir machen mal den Schwenk hier rüber und schauen hier drüben den gleichen Wagen an. Das ist ein Summit 45 nicht in der Prime-Ausführung, sondern als normaler Summit 45. Der Grundriss ist prinzipiell der gleiche, mit dem einzigen Unterschied, dass der Wagen von Haus aus den in Anführungsstrichen alten Möbelbau, also den Möbelbau der Modelljahre 18 und 19 hat, wahlweise in dem Rosenholzdekor, so wie das hier zu sehen ist, alternativ aber auch in dem Eiche-Kupfer-Bohrer, wie man das kennt. Technisch bleibt das Auto gleich, das heißt, wir haben auch hier die Nasszelle mit dem Schwenkbad. Und haben umlaufend hier hinten die Schränke mit den schön großen Fächern. Für den Summit 45 sind das neue Klappen, anders als bei allen anderen Summits. Auch im normalen Summit 45 haben wir hier hinten einen schönen großen Stauraum. Und hier kann man von hinten nochmal gut das Bett sehen. Im Oberkörperbereich ist es etwas breiter als am Fußende. Aber für zwei Personen, wir haben hier mal Probeliegen gemacht, passt das alles gut. Ich hoffe, dass Sie einen ganz guten Eindruck von den Summit 45 erhalten haben. Ach so, was ich noch sagen muss, ist, auch in dem normalen Summit 45 könnten Sie das Skyroof bekommen. Das heißt, das ist nicht zwingend an den Prime gebunden. Für Fragen zur Konfiguration Ihres Wunschfahrzeugs und wann Sie Ihr Wunschfahrzeug von uns bekommen können und wie wir Ihre zusätzlichen Wünsche umsetzen, stehen wir von Togo Reisemobile Ihnen gern zur Verfügung. Bis dahin wünschen wir viel Spaß bei unseren Videos. Bis bald bei uns in Stove. Alles Gute.